Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ja ein paar Abenteuer mit ein paar Elite-Monstern gehabt und ja, deswegen bin ich jetzt mal froh, dass wir die alle geklärt haben. Wir machen jetzt ein, zwei Charakter-Stories in dieser Aufnahmesession. Also hoffentlich in dieser Folge wird eins wenigstens erledigt sein. So, und ich möchte direkt mal gucken. Ich habe ja offscreen hier die ganzen Monster-Quests hier schon mal alle erledigt. Und jetzt machen wir noch kurz die, damit ich wieder gleich was spenden kann. Zack. It's payback time. So. Wir müssen ja alle dabei sein, wenn ich wieder was zurückzahle. Hallo. So. Ich habe wieder einen Bonus bekommen. Egal. Den machen wir erstmal später. Also gucken wir später nach. Schneekristall. Bams. Ich tue ein bisschen leiser, dass ich die ganzen Dinger ja nicht lese. Also wer lesen will, kann die natürlich. Ist natürlich blöd für die ganzen Offscreen-Dinger, die ich nicht gezeigt habe. Aber was soll's. Hier haben wir auch nichts. Ach, das sind die ganzen Katzendinger. So, dann machen wir uns direkt auf. Geld. Nien 9705. So, da Rowan hier schon mal so ganz locker rumsteht. Ach ja, Alien-Kugeln. Ich habe die mal wieder ein bisschen sortiert. Ich habe wieder diese ganzen Angriffe hier verbessert, solange ich nichts Neues gelernt habe. Und ja, so sieht mein jetziges Setup aus. Boink. Ich habe sogar bei Leia, glaube ich, habe ich schon ein Sternchen. Heißt halt, ich kann damit nichts mehr lernen. Aber ich glaube, bei Feuer lernt sie jetzt gar nichts mehr. Hier ist Feuer und sie lernt nichts mehr. Oh, das auch. Ich sehe schon golden. Okay. Ich glaube, Jude ist auch kurz davor, ja. Bei Blau. Da sieht man mal, wie viel ich trainiere, ne? Okay, Rowan, zeig mal, was du zu bieten hast. Rowan, Kapitel 2, Rowans Geheimnis. Stimmt, ist jetzt der zweite. Rowan, you're back. Lady Drizelle has been worried sick about you. Please, pay her a visit, so she knows you're okay. Why, I intend to do just that. Ah, Luga, I should probably explain. I once served Lady Drizelle. She's an heiress of the Sherald family that has long ruled this city. I was just about to visit the manor and pay my regards to her, in fact. Hey, we want to go. I want to see her too. You should come with us. Seit Elise mitkommt, habe ich irgendwie schon gewusst. Schön, wenn Ron geht, dann gehe ich auch mit. Ich kann sie einfach nicht abschlagen, Elise. Ja. Auf jeden Fall. Sehr schön. I must respond to this text. Look at those fingers fly. Do forgive me. What? I assure you, we can trust Lady Drizelle completely. Regardless of your nationality, I know that she will welcome you with open arms. Also ja, Nationalität schon. Und Freundschaft zu Rom gestiegen? Nee. Zu Elise, ja. Ja. Wart. Okay. Lass mal gucken. Boink. 4. Okay. Okay, bei Leia bin ich auch kurz davor wieder. Sehr schön. Was noch? Katzenkrüger, genau. Atem des Windes. Fischli. Achso, Dings. Katze war das. Sehr schön. Wir wieder ganz viele Sachen heute kriegen. Okay, dann kann ich natürlich wieder noch einen reintun. Ich würde lieber Jude gerade haben. Ich glaube, Jude ist gerade kurz davor. Hier bei den Titel habe ich natürlich auch nichts auf Screen Neues gelernt. Meine Trainingseinheiten sind richtig stumpf. wenn ich dazu sagen darf. So, Arzt in der Ausbildung, wiederherstellen, 49 Mal, Bindeschüler 49 Mal. Guckt euch das mal an, was ich hier mache. Hier, Meister, da war noch beim letzten Mal auf 200 oder so. Da habe ich nichts Besseres zu tun. Ich weiß nicht, wie man Gaius verbundene Fähigkeit einsetzt. Komme ich irgendwie nicht drauf. So, Rowan braucht nur noch einen Zauber einzusetzen, dann kriege ich die Trophäe. Und Umwandlungsdämon auch nur einmal. Also ja, ich war beschäftigt. Eieiei. Und die Verbindungen, Titel habe ich auch noch ein bisschen so hoch gemacht.
Da wusste ich aber schon im ersten, sobald man irgendwie 15 Minuten mit einem maximal so verbunden ist, dann kriegt man wieder einen Titel. Und beim ersten Teil so. Und ungefähr, ich habe das so ein bisschen abgestimmt. Wir sollten ihm nachgehen. Gehen wir zu Drizzel. Was für tausend alte Zauberbart im Schilde. Da gehen wir zu Drizzel einfach. What? Okay, er klingt natürlich ein bisschen heftiger. Ma, hätten wir bestimmt zugestimmt. Achso, ja, Rowan ist jetzt nicht mehr da, deswegen. Okay, dann so. Ach ja, ich muss schon wieder die Strategie ändern, weil ich hatte ja immer alles so komisch mache während den Offscreen-Trainingseinheiten. So, wo ist er? Wo könnte er sein? Anscheinend sind das hier keine Splitter-Dimensionen, die war. Ach, da ist er, okay. Anscheinend werden wir ehrlich in eine Splitter-Dimension reingezogen. Oder vielleicht kommt das ja noch, weiß ich nicht. Mal gucken. Hey! Luga, I wish you'd gone ahead as I asked. Was geht dir vor? Seid ihr verletzt? Ja. Das waren ja offensichtlich Gegner. No injuries of consequence, thank you. Did these people attack you? But why? They're from a group of extremists who oppose peace between the realms. They don't seem particularly fond of me. I took the opportunity to settle our political differences at their insistence, of course. Euch wurde eine gefährliche Rolle aufgebürdet. Erschüttert das nicht euren Glauben an den Frieden? Weiß ich nicht. Those proposing radical change never take the safe path. I was fully prepared to contend with this level of resistance. At my age, I have little time for regrets. I will give this cause everything I have. Yeah. Pardon me, I've received another message. Ah, if it isn't Marcia. Marcia the Chancellor? You two are pen pals? Incidentally, yes. I reached out to her after the last Fractured Dimension incident. I'm happy to say that now we like to exchange messages from time to time. Was schreibt sie denn? Ganz schön raffiniert. Was schreibt sie denn? Let's read it aloud. We've received intel that Olympian extremists intend to make an attempt on your life. Please respond with your current whereabouts. Boah, eine geile Vorlesestimme. I will do everything I can to help. You sure are Mr. Unpopularity. Wait, but help's on the way, right? No help will be forthcoming. I have declined her offer. You decline? What? Are you nuts? I know that she means well, and for that I am most grateful. Yet I fear the opponents of peace might take advantage of the situation to undermine the diplomatic process. Therefore, I shall handle this myself. Hey. Mit uns. They're already here? Things are moving too fast. Ja. Ach ja, ich habe ja Rowan jetzt neu, deswegen. Ja, perfekt. Kommt her! Mach ich kalt. Babs! Strategie, er war ja wieder nicht. Ach so, habe ich doch schon. Okay. Wow. Warte mal, komm mal her.
Und nur noch ein Zauber, bam. So. Komm mal, Jude. Mit Jude brauche ich auch nur noch einmal Dingens. Also komm mal her. War. War. Flinke Umrundung, flinke Umrundung, komm schon. Zack. Gibt's da nicht. Ich muss ja Rowan steuern, hallo? Ah. Geh weg. Ja, vielleicht. So, machen wir halt so. Warum mach ich das nicht eigentlich so? Ja, diesen Angriff fange ich wirklich an zu lieben. Hey. Sehr schön. Sorry to get you all involved. It's okay. We're just upset you hid this from us. Fortissimo. Fortissimo. Sehr schön. It seems we all made it. What's it say? Part of me wants to call you a fool, but I know that's not true. I had the same concerns as you. Be safe, Rowan. I look forward to sitting opposite each other at the next diplomatic conference. P.S. You are a most impressive man, as is this King Gaius you so honorably serve. It sounds like you've really gotten the chance to trust King Gaius. How I wish I could believe that. Ich stell mir so vor, wie Rowan einfach so mit so einer weiblichen Stimme diese Nachricht vorliest. Ist nur nicht den Mut verlieren, Rowan. Genau. He's right. At your age, you need all the heart you've got left. After all, widespread joy is a greater joy for all, right? Thank you, everyone. Now, I do believe we are late for an appointment. Ach ja, da war ja noch was. Let's not keep her waiting. Ja, obwohl sie überhaupt nicht gewartet hat, glaube ich. So, Umrundungsdämon, Fortissimo. Erweckter, okay. This sort of thing is a walk in the park. Das war Drizzle, hi. Soll nicht noch ein Kampf kommen oder so? Might impose upon you for a moment. You know you're always welcome here. And you too, Luger. What about me and Rolo? Of course. Ihr nicht. I'm delighted to see you too. You have the best timing. I've been planning a little activity I was hoping to share with you. An activity? What do you have planned, m'lady? Well, you see. Ooh, what could it be? It's a time capsule. A time capsule? Eine Zeitkapsel? ja, sagen wir einfach mal so. Eine Zeitkapsel? Something unforgettable. I love it. Then it's settled. Everyone, pick something you're willing to part with for a while. What should we bury? How about you, Tipo? No, yeah. Way. I'm claustrophobic. What should I choose? The harder your decision, stimmt nicht die Uhr. The more memorable it'll be. Very well said, Lady Drizzle. Okay, go figure out what you like to have buried, everyone. Was hat Ludger überhaupt? Ja, ich habe keine Ahnung. Have you decided what you want to put in the capsule? Nö. Hm.
Mir schwebt etwas vor, ich überlege noch. Muss ich jetzt echt irgendwie entscheiden, was ich da rein tue oder was? Suche Dinge für die Zeitkapsel aus und begrabe die Kapsel. Okay. Muss ich jetzt hier irgendwie was suchen oder? Mir schwebt da was vor, wo ich keine Ahnung habe. Nö, aber mir schwebt etwas vor. Spirius Kling, Spirius Forger, Klammer, Spirius Pistolen. Okay. Weiß ich nicht, Kling? Das sah irgendwie nicht aus wie eine Klinge. Ich hoffe, das waren nicht die ausgerüsteten Waffen, die ich jetzt habe. Mein Gott. Lady Drusel. That's an order. Yes, mistress. 10 years. I hope the time flies by. I wonder what the world will be like then. Rowans Geheimnis. Abgeschlossen. Yay. Zelle Outfit 1. Rowan. Outfit 1. Warte mal. Futsch. Sehr schön. Was? Wow, das Band. Warum Xillia Outfit 1? Fällt mir jetzt erst auf. Na gut. So, wie sieht es jetzt hier so aus? Boink. Wow, kurz davor mit Rowan. So, okay, dann hätten wir das erledigt. Ich mal kurz nach Kambala können wir hingehen. Nach Olympios. Nach Duval und das war's. Ich möchte mal zu Trigolf gehen und gucken, was wir bekommen haben. Für unsere 100.000 Gold. Bin ich echt gut, dass wir immer hier teleportiert werden. Freundschaftstrank. Ruf mich zurück. Ein Buch, mit dem Elise Zugang zur Fertigkeit wieder Aufstehung hält. Okay, habe ich nicht schon Freundschaftstränke mal 3? Ich habe die doch schon immer, oder? Okay, weiß nicht. Soll ich mal benutzen? Ja, ich benutze mal welche. Und zwar einmal. Eigentlich sollte ich ja lieber für Gaius machen, ne? Besser beim dauert es ja noch verdammt lange. Okay. Na gut, Gaius schluckt das. Ja, egal. Yay. Would you take a look at my GHS for me? It appears to be broken. What? Need to insert some sort of power source, you say? Ich bin halt so geil, ey. Dass er überhaupt nicht klarkommt mit der Technologie. So. Wutbrille, sehr schön. Hier fehlt noch eins. Spartaner. Elise. Wiederauferstehung. Erwache bei einem Co. mit 40%iger Wahrscheinlichkeit wieder zum Leben. Okay. Wow, da brauche ich noch. Nimm mal das hier weg und nimm das. So. Wunderbar. Was jetzt? Weiß ich nicht.
Ich könnte noch ein paar. Ich könnte mal hier so eine Runde noch machen. Lästchenstraße. Ja, ich könnte noch ein paar Titel und so kurz einkassieren. Bei ein, zwei fallen mir da noch ein. Auch wenn die nichts bringen. Neue Sachen könnte ich auch noch lernen. Oh, hi. Komm her. Oh, den kriegen wir nicht, oder? Doch, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Raul, mach mal eine Pause. Jude. Oh, verdammt. Egal. Ja, nein! Ah. Dafür muss wer sterben. Mann. Weil... Warte mal. Okay, die Gegner sind ein bisschen zu schwach. Ja, Techniker. Das ist irgendwie, wenn man L1 drückt und dann direkt eine Art drauf folgen lässt. So. Dann weiß ich nicht. Du, weil wer wären da? Weiß ich nicht. Ich möchte jetzt nicht direkt den Part beenden. Ich möchte schon noch on-screen ein paar Sachen erledigen. Gibt's hier nichts Neues? Ich konnte mal ja versuchen, noch eine Katze zu finden. Silea Tundra, Monhochland, Labari Kessel, Canberra. Canberra und Shandu, okay. Shandu können wir hingehen. Ganz schnell. Wenn wir irgendwo eine Katze finden. Wir hier alles kurz umdrehen. Ne, okay. Wenn wir wohl irgendwo eine Katze finden, hallo? Ja, Kolosseum, da können wir auch mal abchecken. Aha. Okay. Zeugs, nix. Ich muss mal irgendwann so ein Radar haben, wo ich irgendwie so Katzen aufspüren kann. Wäre mal eine gute Idee, so. Hoffentlich finden wir die in den nächsten 3 Minuten. Weil dann würde ich den Part gerne beenden. Na? Keine Zeit, prüfen. Pfirsich. Was Pfirsich tat? Ach so. Keine Ahnung, wie man ausspricht. Jetzt bin ich im Französisch und das kann ich nicht. Je peux te battre. Okay, jetzt könnt ihr googeln, was das bedeutet. Fell halten, sehr schön. Ich habe manchmal irgendwie so Speedrun-mäßig einige Sachen machen, ne? Das ist nicht zu fassen. Nein. Also wir kamen nicht so viele Kämpfe. Warte mal. Sollen wir vielleicht mal gucken? Okay, das war nicht die Waffen, die ich gerade ausgerüstet hatte. Sehr schön. Spirus. Die habe ich jetzt nicht mehr, ne? Hatte ich irgendwie Spirus? Na super. Warum hat der hat so abgegeben? Ich finde das nicht schön. Als wenn ich die irgendwann mal benutzen wollte. Hier ist auch keine Katze. Die Katze werde ich auf jeden Fall noch finden. Da wird auch gelacht. So viel Zeit muss sein. Dann können wir die Quest abgeben. Dann sind wir alle happy. Ne. So, hier ist ein... Ne, da war er gar nicht. Ich dachte erst, er wäre Gaius, aber kann er nicht. So, Flocke gefunden. Hast du keine Ohren? Was ist hier denn nochmal? Aber das war nicht die Katze, die wir finden müssen, weil wir kein Dings bekommen haben. Kein Halsband. Fällt mir gerade auf. Oh, dann suchen wir weiter. Da geht's zum Kolosseum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier auch direkt wieder eine Katze ist. So direkt neben der anderen. Ja, dann irgendwo auf der anderen Seite. Bestimmt bei den Drachen da, bei dem Vivan, bei dem Vivan. Da wäre immer mal ausspricht. Hi, Lies.
Warte mal, hier ist doch bestimmt ein guter Ort zum Verstecken. Komm mal her, wo bist du? So eine Katze gefunden. Was? Okay, weiß ich nicht. Ihr seid ja nicht wie in Tales of Graces, wo man ganz viele Leute anplappern muss und dann einen Titel bekommt, ne? Habe ich als Auge gedacht, aber das liegt an den Plaudereien, also an den Skits. Das heißt, ich muss hier nicht jeden anquatschen. Was? Prüfen? Knochenleim. Uah. Ich meine, ich unterhalte mich zwar gerne, aber muss ja nicht immer sein. Ich muss nicht echt mit jeder x-beliebigen Person. Ist ja nicht so, als würden wir durch die Gegend laufen und jeden einzelnen hier ansprechend immer finden. Weil das sehe ich jetzt nicht ein. Wir haben schon genug Probleme. So, wo ist die verkackte Katze? Ja. Genau, da wohnte Elvins Mutter auf der anderen Seite. Da ist Gaius, hi. Hier oben sind die Vivan. Oder Byron oder was weiß ich. Schön beim Käfig drin oder irgendwie sowas. Das wäre richtig toll. Aber nein. Dann stelle ich mir vor, die ist jetzt da, wo Elvins Mutter früher war. Wow, 27 Minuten. Wie ist denn das schon wieder passiert? So viel wollte ich da jetzt schon wieder nicht verschwinden. Da kam ich irgendwie nicht vorbei. Warum? Ist bestimmt noch irgendwas nicht geladen, ne? Dann kann ich da rein. Ja. Einfach nur Wohnhaus. Ach ja. Stimmt. Da war ja was. Harry gefunden. Das war auch nicht die Katze, was? Okay, dann weiß ich nicht weiter. Wir machen dann jetzt mal einen Schnitt und ich sehe euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2, wo wir irgendeine andere Charaktergeschichte machen. Bis dahin, tschüss.